Für alle, die es noch nicht wissen, ne? Alonso wurde bestätigt, dass Alonso nächstes Jahr für McLaren fährt. Allerdings wird auch Button bleiben. Dafür wird McLaren mit dem Magnussen 2015 im Testfahrer bei McLaren sein. Das. Ja, finde ich auch am besten so. Damit wäre fast alle Cockpits nur bei KTM. Das muss ich, ob das Thema nicht so. Und wäre besser, denn dann hätten wir immer noch 20 Autos. Ich finde Formel 1 fährt, sollte wirklich nicht unter 20 Autos sein. Also, schauen wir, was da passiert. Ich rechne mit Kobayashi und Lin bei KTM, aber werden sehen. Mehr habe ich nicht zu sagen, also goodbye.